Hallo. So. Hi. Mein Name ist Leo und ich veröffentliche, seitdem ich 15 bin, Videos auf dieser Plattform. Ich habe es immer geliebt, mein Leben zu dokumentieren und mitzufilmen und auch zu schneiden und versucht, kleine Geschichten zu erzählen. Und das hier ist mein kleines Baby. Mein Projektbaby. Im letzten Jahr ging ein großer Lebensabschnitt für mich vorbei und seitdem ist super viel passiert, noch mehr als normalerweise passiert. Und ich habe beschlossen, das Ganze in kleine Episoden zu packen und zu erzählen. Im Prinzip erzähle ich nichts Neues. Es geht um Abschiede, Neuanfänge, Reisen, Abenteuer, viele Höhepunkte, viele Tiefpunkte, komplette Lebensentscheidungswandel, Verliebtsein, wilde Affären, alles Mögliche. Jedenfalls, das wird passieren. Was ich anmerken möchte, ist, dass ich in diesem Film viel über mich preisgebe und viel von meinem Privatleben erzähle und auch so ein kleines Fenster sozusagen für die Öffentlichkeit öffne. Natürlich zeige ich nicht alles, das ist klar, aber haltet das im Hinterkopf, wenn ihr es seht. Was mir persönlich aufgefallen ist, das Ganze zieht sich jetzt über Monate hinweg, dass ich dieses ganze Filmmaterial irgendwie zusammenschneide. Und ich selber sehe so eine kleine Entwicklung in meinem Schneideprozess. Achtet mal drauf, ich finde es ganz spannend. Und jetzt will ich nicht mehr um heißen Brei reden. Los geht's. Eine Sache habe ich noch, bevor es losgeht. Und zwar geht es um die ganze Interaktionsfunktion hier auf dieser Plattform. Und die würde ich mal gern vernünftig nutzen. Falls ihr nach einer Episode Fragen habt, Anmerkungen habt oder Sachen auf dem Herzen habt, die ihr loswerden wollt, schreibt sie unten rein. Das heißt, nach jeder Episode gibt es erstmal so eine Art Q&A, wo ich auf die Top-Kommentare eingehe. So, und jetzt würde ich sagen, los geht's. Habt genauso viel Spaß wie ich dabei. Ich wusste, dass es ein Jahr der Veränderung wird. Aber damit hätte ich nicht gerechnet. Okay, das klingt jetzt alles wirklich ziemlich überdramatisch. Aber hey, es ist wirklich verdammt viel passiert. Aber ich fange lieber von vorne an. Das bin ich, Leonie. Zu diesem Zeitpunkt am 01.01.2019, 22 Jahre alt, kurz vor dem Ende meines Studiums, etwas verkatert in Berlin bei meiner Familie. Mein Jahr begann auf jeden Fall mit Kopfschmerzen. Und dachte mir, ich kann auch eben was filmen, weil das Licht gerade so schön ist und jetzt merke ich es doch ein bisschen hell. Und mein Jahr begann mit einem kleinen nostalgischen Trip in meine Vergangenheit zu meinem jungen Ich mit Dreadlocks. Als Teenie habe ich diese Haare nämlich geliebt und irgendwie in den letzten Monaten hatte ich Lust, mir noch mal ein paar Dreads machen zu lassen. Also bin ich direkt Neujahr von Berlin nach Leipzig gefahren und habe mir die Hälfte meiner Haare verdreaden lassen. So Ranzen so. Und danach ging eine wunderbare Lebensphase weiter. Ich habe in einer tollen Wohnung gewohnt. Ich war mit tollen Leuten unterwegs, hatte die besten Freunde. Ich hatte einfach unfassbar viel Spaß. Okay, just move a little bit, like turn and... She's messing with you, you know that. Der Januar ging unheimlich schnell vorbei und schon war es irgendwie Februar. Und der Februar war für mich in vielerlei Hinsicht einfach eine Zeit des Zuendegehens. Nein. Ich habe mit einer Freundin zusammen gewohnt. Wir hatten die schönste Lage, die man sich nur vorstellen kann. Die beste Aussicht. Wir haben es uns einfach richtig gut gehen lassen. Wir haben immer die größten Frühstücksgelage gehabt. Außerdem lag die Wohnung super nah an der Uni und super nah an der Feierstraße. Also es war eine Win-Win-Situation in jedem Fall. Zum anderen ging auch mein Studium zu Ende nach 3,5 Jahren Regelstudienzeit.
Und im Januar, Februar ging mir auch ein bisschen der Arsch auf Grundeis, muss ich sagen, weil zwei große Klausuren anstanden, dann noch unheimlich viele Hausarbeiten und dann noch zur Krönung die Bachelorarbeit. Das ist immer viel Stress, das kannte ich auch von den letzten Jahren, war nur diesmal ein bisschen mehr. Schlussendlich hat das alles gut funktioniert. Das waren anderthalb super stressige Monate und ich habe in der Bib gewohnt, aber das ging auch gut vorbei. Ja, und dann habe ich das Ganze abgegeben und war irgendwie fertig. Es war ziemlich undramatisch. Und als letztes musste ich mich auch von meiner Arbeit verabschieden. Und da war ich ziemlich traurig und irgendwie auch nostalgisch, als der letzte Tag irgendwie kam. Das verleuchtet ja wirklich sehr stark. Es war nie so wirklich das Gefühl von, ich muss jetzt arbeiten, sondern es hat einfach tierisch Spaß gemacht. Und deswegen war ich auch ziemlich traurig, als ich da gegangen bin. Und dann, zwei Tage nach der Abgabe von meiner Abschlussarbeit, nach meinem letzten Arbeitstag, bin ich irgendwie einfach ausgezogen. Meine Mutter kam das letzte Mal mit dem Auto vorbei, hat meine Sachen eingeladen und ja, dann war das Kapitel irgendwie vorbei. Mit oder ohne Kaffeepause? Naja, und ich hatte auch ein bisschen Zeitdruck, weil zwei Tage später sollte ich schon im Flugzeug sitzen. Und bam, du setzt dich in ein Flugzeug und 12 Stunden später bist du einfach in einer komplett anderen Welt. Es ist hier gerade der verlassenste Strand, glaube ich, an dem ich jemals war. Neues Klima, neues Essen, neue Leute, neue Sprache, neue Herausforderungen, neue Erfahrungen. Kurzum, I love it. Der eigentliche Grund, warum ich nach Mexiko kommen wollte, war sie hier. Wenn du jetzt nicht weißt, von wem ich hier spreche, wer diese bezaubernde, bereichernde Frau war oder ist, dann rate ich dir auf jeden Fall, diesen Film anzugucken. Frida Kahlo war ein... Ach, die war eine richtig tolle Frau. Außerdem war die nämlich Mexikanerin und in Mexico City gibt's ein Museum von ihr und da wollte ich ursprünglich hin, schon jahrelang. Zweiter Versuch, Frida Kahlo Museum. Und die ganzen anderen Länder, die da irgendwie nachher noch kamen, die kamen irgendwie einfach dazu. So, also, Mexiko. Woran denkt man sofort? Tacos, Sombreros, Kakteen und Wüste, Drogen, dicke Menschen, die Cola trinken, Mayas, Tequila. Manches stimmt, vieles nicht. Tatsächlich ist Mexiko so, so viel mehr. Und ich hätte es nie gedacht, aber schlussendlich wurde das zu einem der beeindruckendsten Länder, in denen ich jemals war. Und zwar so sehr, dass ich da auf jeden Fall nochmal hinkommen werde, weil ich nur so einen kleinen Teil gesehen habe und es ist ein riesiges Land. Ich finde, Reiseerlebnisse kann man mit 4 Punkten immer am besten beschreiben. Natur, Leute, Essen, Kultur. Naturmäßig war Mexiko so beeindruckend. Die Strände waren riesig und weiß und die Sonnenuntergänge wunderschön. Dann gibt es auch noch Zenoten, von denen wusste ich vorher gar nichts. Ja, wenn die was Schönes, also so ein lauten Dschungel gehört. Und es ist wunderschön hier, aber diese ganzen Touristen, die verschandeln das komplett. Das sind riesige natürliche Wasserlöcher, mitten im Nirgendwo meistens. Die sind mit Süßwasser gefüllt und die sind unbeschreiblich schön. Die haben teilweise unergründliche Wasserwelten und Höhlengänge und die sind teilweise auch alle untereinander verbunden. Ich bin jetzt übrigens in Bacalar. Es ist gar nicht so touristisch hier, Gott sei Dank. Und dann habe ich in Mexiko auch das blaueste Wasser gesehen meines ganzen Lebens. Und das war in Bacalar, das war auch noch eine Zenote. Das heißt, das blaueste Wasser und dann auch noch süß. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Es ist irgend so ein Fluss. Oh ja, oh da, das war was, ich sag's euch. Weil ich vor allem da war, wo viele Touristen waren, leider, habe ich natürlich viele Backpacker und Touristen kennengelernt. Natürlich auch noch Einheimische auf jeden Fall, aber es war natürlich überlagert von Touris. Vor allem Kanadier. Und Kanadier, die sind super. Die treffe ich immer gerne. Und vor allem gerade im Februar, wo es in Kanada so bitter kalt ist, sind die einfach alle runtergeflogen. Deswegen habe ich eigentlich ein paar Tage nur mit Kanadiern rumgehangen. Und dementsprechend wurde auch viel gefeiert.
Also die ersten Tage in Mexiko waren wild, würde ich sagen. Oh, und jetzt gut aufpassen. Ich habe eine Gruppe Kanadier getroffen, die hier. Die sind mit dem Fahrrad die ganze Küste lang gefahren. Und den hier, dieser außerordentlich schöne Kanadier. Den müssen wir uns jetzt merken. Der wird nämlich ein paar Wochen später nochmal wichtig. Und eventuell kommt er auch nochmal vor. Aber ich will ja nicht spoilern. Das Essen ist das Beste in ganz Lateinamerika. Also die Basis jedes mexikanischen Gerichts ist eigentlich Tortilla. Und das wird dann einfach gefüllt. Ob es dann doppellagig ist oder mit Käse oder frittiert oder gerollt oder im Quadrat. Das ist eigentlich die Kunst. Außerdem ist das Obst so lecker. Ich habe mich auch Wochen nur von Melonen, Avocados und Papayas ernährt. Tequila wurde übrigens gar nicht mal so viel getrunken, wie man immer denkt. Es war eher Desperados. This is a video. Ja. Als erstes denkt man wahrscheinlich an Mayas und all die Ruinen, die es dort gibt. Gibt's auch. Vor allem auch die Chichen Itza-Pyramide, die wirklich beeindruckend war. Wir sind in Chichen Itza, Maya-Tempel. Allerdings wie alle anderen touristischen Orte natürlich komplett überlaufen, aber auf jeden Fall sehenswert. Josh, what do you think? Oh, it's quite. It's not so big. Die Hälfte der Menschen hier, die machen eigentlich nur Instagram-Fotos. Die gucken sich gar nichts an. Hier hinten macht irgendwie keiner mehr Fotos. Die ganzen Insta-Girls, die hängen da hinten an der großen Pyramide. Okay. Chichen Itza ist viel größer, als man denkt. Wo ich unbedingt hin wollte, war die Tempelanlage der Mayas in Tulum. Ich habe mir da allerdings ein bisschen mehr versprochen, weil ich vor Jahren mal in Tikal war und ich habe was Ähnliches erwartet. Ich wurde da allerdings grandios enttäuscht, habe dann aber herausgefunden, dass Tikal die absolut größte Anlage von allen ist. Und daneben ist Tulum natürlich winzig klein. Nichtsdestotrotz ist sie wunderschön und es war echt interessant. Man hat viel gelernt. Super charismatische Frau, die uns da rumgeführt hat. Außerdem liegt die Anlage direkt am Meer und es war so heiß, das war dann eine ganz gute Abkühlung. Außerdem bin ich auch noch zufällig in den Karneval geraten. Ich kam halt eigentlich vom Supermarkt, um meine tägliche Melone und Papaya abzuholen. Und auf einmal stand ich mitten in diesem riesigen Umzug. Peru. Das war's mit der ersten Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich erinnere nochmal an die Fragen-Antwort-Situation. Also falls ihr irgendwelche Anmerkungen oder Kommentare habt, die ihr loswerden wollt, unten rein. Und nächste Woche beantworte ich die dann.